Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde Age of Empires 3 Definitive Edition hier auf unserem Kanal im Ranked Multiplayer. Wir spielen natürlich wieder zusammen, spielen gegen Samurai Shang und X8 Sunbro, wenn ich das... Auf ja, Ozarx, auf genau. Auf Ozarx, richtig. Wir spielen mit Gelb bei mir, Grün bei Deru. Der hat jetzt seine Freund-Feind-Farben auch abgeschaltet, nachdem das letztes Mal irgendwie doch nur mehr verwirrend war als alles andere. Naja, das hier wird auch ziemlich verwirrend, aber irgendwie, ich fürchte, einen Tod muss man sterben. Vollkommen ja, unser richtig. Plan für den Moment ist jetzt einfach so ein bisschen einfach einmal live unseren Fortschritt durch den Ranked-Modus zu zeigen, da nichts rauszuschneiden und gar nichts, also sprich, ihr seht alle Matches, die wir auch spielen, so zumindest unsere Hoffnung. Und wenn das klappt, dann werdet ihr, wie gesagt, also halt alles sehen, was wir sehen, hat angefangen in unserem Release-Stream und wir machen jetzt halt einfach dann in unseren Battle-Parts weiter. Ja, vollkommen richtig. Genau, richtig. Und also gucken wir einfach mal, wie das läuft. Also kann sein, dass wir das zwischendurch einfach dann irgendwann auch wieder bleiben lassen, weil da zu viel langweiliges Zeug dazwischen ist und wir das Gefühl haben, okay, gut, das will sich keiner anschauen, aber wir werden es erfahren. Ich sag's mal ja, so. Wollen wir bis auf Weiteres nicht hoffen, dass das passiert. Wir haben ja früher immer extremst ausgesiebt, ehrlicherweise, für die Leute, die es nicht wissen. Wir haben ja schon mega viele Battle Parts zu normal Age of Empires 3 gemacht und da haben wir wirklich, also ich würde sagen, jedes zweite Spiel hochgeladen oder jedes dritte eher, ne? Also gerade so die kurzen Games, die sind natürlich, da verbringt man nicht so viel Zeit drin, aber wir haben so viele kurze, knackige Rush-Games weggeschnitten. Ja, das hat ja gerade super funktioniert. Ich habe gerade so einen Typen, so einen Banditen-Pistolero bekehrt, mit dem Ergebnis, dass der dann von dem Schatz weglaufen sollte und dann aber trotzdem noch von den beiden anderen Schatzwächtern abgeknallt wurde. Das hat gut funktioniert. Sehr gut. Ja, wie gesagt, haben da immer sehr viel aussortiert und dies und das. Und jetzt mit Definitive Edition haben wir gesagt, wir wollen jetzt erstmal vor allem irgendwie überhaupt Sachen hochladen. Und das ist ganz klar, dass das irgendwie jetzt die erste und oberste Priorität ehrlicherweise ist. Und irgendwann werden wir dann höchstwahrscheinlich auch wieder an den Punkt kommen, dass wir irgendwie ein bisschen selektiver werden können. Ja, beziehungsweise für den Moment wollen wir es auch gar nicht sein. Wir wollen ja halt einfach ein möglichst realistisches Bild irgendwie davon zeichnen, was halt eben so momentan halt Phase ist in der Definitive Edition. Und das können wir halt natürlich am ehesten, wenn wir ja einfach halt nichts beschönigen, nichts rausschneiden, nichts irgendwie halt für euch, damit es irgendwie geiler aussieht, halt eben anpassen, sondern also geht auch halt einfach ein bisschen darum, unsere Stimmung und das, was ihr halt eben vom Spiel erwarten könnt, eben einzufangen. Und das tun wir halt am besten, indem wir einfach halt, ja, wie gesagt, die ungeschönte Wahrheit zeigen, inklusive meiner Wutausbrüche und inklusive meinem Leiden darunter. meinem ja, Leiden die, unter die deinen... Die Leiden des jungen Java, das ist das bekannte literarische Stück. Ja, wer kennt es nicht. Ja, ich habe kurz mal die Decks gerade gecheckt, ehrlicherweise von unseren Gegnern. Wir spielen gegen Briten und Schweden. Schweden, ja. Schöne Sache, das. Der Brite hat ein solides Deck dabei, nur interessanterweise keinerlei Units im zweiten, dafür jede Menge im dritten. Und der Sunbro, der hat ein super Late-Game-Deck dabei. Interessanterweise irgendwie nur die Armbrustschützen im zweiten. Ich glaube jetzt tendenziell mal sagen zu können, dass wir vielleicht da jetzt nicht unbedingt mit dem krassen Early Rush rechnen müssen, was für mich eigentlich ganz nett ist, weil also die Inka-Wirtschaft ist halt schon ziemlich sick, wenn man die so ein bisschen aufgemotzt kriegt, aber dafür braucht ja. Man halt einfach so ein bisschen Zeit, weil ich habe so das Gefühl, die brauchen irgendwie so ein paar Minütchen am Anfang, um aus dem Tran zu kommen, weil also da mit den Häusern macht sich halt erst ab einem gewissen Punkt bezahlt, weil man halt dafür eigentlich zwei Shipments braucht, einmal die 600 Wood und im Idealfall eigentlich dann auch noch die Verbesserung für die Häuser, weil nur mit der generieren die halt so viel Nahrung, dass sich das überhaupt lohnt, die zu bauen, gefühlt. Ja, und ich meine, ich kann mit Japan ja auch ganz gut mitboomen. Was der Schwede nicht dabei hat, sind die Blaubeeren im ersten Zeitalter. Er hat auch die Kanonen nicht dabei im zweiten, das hat mich auch gewundert. An der Stelle vielleicht einmal kurz der Hinweis, wir haben vor kurzem einen kompletten Guide, sag ich mal, eine Overview zu den Schweden hochgeladen, wo wir ganz detailliert auf die Torps auch eingehen und auf alles mögliche andere. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal vorbeischauen und ja, ich persönlich finde die Blaubeeren eigentlich unheimlich stark bei den Schweden. Habe ich ja auch im letzten Spiel, im letzten Battle Part, habe ich die natürlich auch geschippt. Hier vorne ist schon eine Dorfbewohnerin am Sammeln. Nicht nur Doom möchte man an der Stelle vielleicht einwerfen. Also die sind auch, glaube ich, allgemein durchaus auch als nicht unbedingt schwach akzeptiert. Nee, absolut. Aber ja, mal schauen. Wir wollen ja mal nicht zu früh schnell urteilen. Wir sind natürlich mit unserem Level hier im Moment noch ein bisschen auf der Problematik, dass wir noch nicht wissen, wie gut wir so sind im Vergleich zu den anderen. Und das versuchen wir halt gerade so ein bisschen rauszufinden. Ich glaube, dem jetzt erstmal einen Schatz. Müsste man eher sagen, das Spiel weiß noch nicht, wie gut wir sind im Vergleich zu den anderen.
Genau, also wir wissen es, wir wissen natürlich schon grob, wie gut wir sind, aber es gibt ja im Ranked-Modus keine Möglichkeit, sich die Gegner auszusuchen. Man wird ja einfach gematcht und friss oder stirb. Ozarks ist echt so eine Sache, ne? Diese Karte ist so mega weitläufig. Jupp. Wie gesagt, passt mir jetzt ehrlicherweise für den Moment gar nicht so schlecht in den Kram. Aber also, wie gesagt, wir sollten halt schon irgendwie schauen, dass wir trotzdem ein paar Einheiten bauen. Also ich glaube nichts, also der Tod ist es irgendwie, den Gegner zu unterschätzen. Auf jeden Fall, ja. Insofern, also ich baue jetzt gerade auch meine Kaserne. Spiele jetzt aber natürlich trotzdem ein bisschen wirtschaftlicher. Ich habe mir jetzt trotzdem das Wood shippen lassen, gut zugeben, das brauche ich auch, um Einheiten bauen zu können. Also insofern ist das jetzt erstmal nicht krasses Commitment irgendwie jetzt hier auf dem Boom, aber hier ist ein Schrein, der gehört aber dir. Insofern soll der da recht gerne von mir aus auch stehen bleiben. Es gibt ja auch keine von den Gegnern. Also da hast du übrigens absolut recht. Und ich schwätze wie immer halt Blödsinn, wenn ich irgendwie versuche, mich auf irgendwas anderes zu kontrollieren. Wenn ich mich auf was anderes kontrollieren will, dann rede ich immer nur Quatsch. Ja, richtig. Aber sowas von, ey. Hier vorne das kommt schon der passiert Siege bei mir leider Pikes. Häufiger. Schwedische Pikes, und der hat sich die Torpwagen schicken lassen. Die rollen gerade nach vorne und versuchen sich hier aufzubauen. Die habe ich ja ehrlicherweise mit den Schweden nicht dabei. Wo ich auch bis heute sagen würde, daran tust du recht, aber das ist natürlich auch nur meine traurige, uninformierte Meinung. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt schon gucken, dass ich auch irgendwie greedy spiele. Units rausbringe. Ja, aber also bitte bau auch ein paar Units. Wie gesagt, wir sind hier verraten und verkauft, wenn wir gleich irgendwie halt hier so den Mega-Rush kriegen und dann halt, ja, Surprise, Surprise, übrigens, den können wir nicht mehr aufhalten, so, ne? Hier der, achso, du claimst gerade die Trading Route, okay. Nee, ich habe zumindest mal einen gebaut, weil ich halt irgendwie gefühlt mit den Inka so wahnsinnig viel, okay, hier kommt aber bisher nicht so richtig viel, weil ich mit den Inka gefühlt immer so wahnsinnig viele Shipments brauche, damit ich irgendwie halt, ja, weiß nicht, irgendwie halt aus dem Tran komme, wie gesagt. Ja, verstehe ich. So, jetzt, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Häuser. Was ich wirklich schade finde, ist, dass man in den Häusern keine Siedler einquartieren kann. Das wäre echt Premium, wenn man mit denen noch irgendwie halt Siedler retten könnte. Aber ich verstehe schon, warum sie das nicht gemacht haben, weil das wäre halt vielleicht auch ein bisschen broken. Maybe. So, du kannst mir die Herde da nochmal ranhörden. Die Jagdhunde hätte ich halt auch ehrlicherweise noch furchtbar gerne. Ach so, mein Chimo-Läufer bringt sich da gerade um. Das hat der ganz klasse gemacht. Bin ich stolz auf ihn. So, ich baue dann jetzt doch mal die ersten Units. Ja, mach mal. Finde ich gut. Ja, wie gesagt, ich habe doch tendenziell eher so die etwas, ja, ne? Ich lasse mir jetzt aber zu meiner Verteidigung auch direkt mal Bogenschützen chippen. Ich meine das. Achso, warte mal, hier kann ich aber auch erstmal noch Schreine bauen. Was ich übrigens auch maximal nervig finde, ist, dass man in die Festungen Leute einquartieren kann. Also ich glaube in die Kasernen auch, da muss ich aufpassen wie so ein Schießhund, dass ich das nicht versehentlich mache, weil also sonst ist halt die halbe Armee weg und ich frage mich, wo meine Population geblieben Flashback ist. Flashback zum letzten Stream, ehrlicherweise. Ja, richtig. Das haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Mega, mega gute Erfahrungen, wirklich. Ja, das hat super funktioniert, Mensch. War der Hammer. So, ich bringe jetzt aber hier noch fleißig Armee raus. Ich habe jetzt endlich mal die Eco, dass ich hier, also trotz meiner schnelleren Produktion von Einheiten, glaube ich, auch eine Kaserne voll auslasten kann. Wie viele hier von meinen Hütten habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe 9 von 13. Ja, dann können wir doch vielleicht noch ein paar mehr bauen, oder? Jetzt ist halt die spannende Frage, was baue ich denn jetzt? Baue ich lieber... Okay, da kommt schon der gegnerische Wall. Oh, wir müssen, die wollen Late Game. Ja, die wollen richtig Late Game, aber ich habe nicht so richtig viel Lust auf so richtig Late Game, offen gestanden. Gut, wenn der Brite jetzt so richtig durchboomt mit seinem Herrenhäuserboom, ist das natürlich auch durchaus mächtig. Dann wollen wir mal gucken, ob wir mal... Also ich bin hier gerade auf den Wall am Pushen, da mal so ein bisschen Druck machen. Okay, hier vorne sind auf jeden Fall Carolina von den... Ich weiß nie, ob du von der Karte, der Einheit oder dem Song redest irgendwie, aber... Nee, hier vorne sind Carolina, hier unten, da. Ja, schon gerafft. Ich wollte nur einen blöden Witz machen. Ist dir gelungen. Also ich bin jetzt hier gerade mal dabei, den Wall hier aufzusiegen, das habe ich hiermit auch geschafft. Ja, ich werde gleich, sobald ich meine Ambusschützen da habe, werde ich mal hier auf die Carolina pushen, die hier vorne auf meine Schreine draufhalten. Und vor allem werde ich meinen Chef wieder beleben.
warte jetzt gerade noch auf meinen nächsten Pop-Units und dann renne ich hier auch mal so ein bisschen rein. Ich glaube, ich hole mir schon mal Ashigaru-Angriff. Gott. Das habe ich immer noch nicht gefixt. Ah. Was denn? Naja. Nee, es kam jetzt übers Wochenende, kam kein Fix, komisch. Nee, ich richtig. Merkwürdig, dass wir da nichts gefixt haben. Verstehe ich auch nicht. Oder? Okay, hier ist gerade der... Okay, hier ist auch der Brite. Der, und der Brite hat hier unten Langbogenschützen. Nur Langbogenschützen, gegen die ich praktisch nichts machen kann. Das ja, heißt, und ich habe hier gerade den Dings mit seinen Carolinern. Der hat aber auch echt ein bisschen zu viel Armee gebaut. Da werde ich mich jetzt erstmal nicht mit anlegen. Gut, ich komme da auch ehrlicherweise nicht mehr raus. Das ist halt das Problem mit den... Moment. Also ich baue jetzt einen Stall nebenbei, um die Kaff von ihm zu kontern. Ich könnte jetzt aber tendenziell, glaube ich, hier demnächst auch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, sonst wird das hier ein bisschen hässlich. Warum ist eigentlich Der macht mir da jetzt gerade schon ganz gut Druck und ich habe da ehrlicherweise, ja, mindestens 50% meiner Armee verloren, ohne wirklich... 50%? Ja. Wesentlichen Schaden anzurichten. Nice. Okay, ja, hier unten ist... weiß nicht. Ich habe halt hier auch die Langbogenschützen von dem, deswegen... Ja, das... Okay, der will sich da schon wieder einbauen. Das sehe ich hab jetzt Units bei dir. Ja, ist ja gut. Gut, das war ein weiterer. Also hier unten stehen halt jede Menge. Hier stehen halt jede Menge Carolina. Gegen die brauche ich dich halt so ein bisschen. Ich komme jetzt dazu. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Dann hoffe ich mal, dass er dann aus Panik zu sich rüberrennt. Der ist schon da. Ne, der andere. Also. Ackmann. Ja, ach Mann, ey. Dass der Brite da ist, das habe ich mir schon gedacht. So, Wall ist auf. Das ist aber nicht der Feinde. Brite. Nochmal, der Schwede ist hier. Ich weiß. Der Brite hat die Langbogenschützen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der sich jetzt auch motiviert fühlt, dazuzukommen gleich. Ja, aber warum sollte der zum... Ja, naja, anyway. Wir sollten da jetzt trotzdem mal Druck machen, weil der Ding jetzt ist gerade geaged. Also einmal hier bitte. Ja, let's go. Wir sind ja schon da. Ist richtig. Da rennt gerade ein Siedler weg. Vielleicht wäre so ein bisschen Kaff generell nicht so schlecht, weil ja so irgendwas wird jetzt gleich kommen. Genau. Ob es die Kanonen sind oder irgendwie sowas war ja absehbar. Ich renne da jetzt einfach rein. Ja, ich würde da ja in den Nahkampf reingehen, aber ist ja egal. So viel halten die auch nicht aus. So, da hinten ist eine Siedlerin, die können wir mal umbringen. Und jetzt halt immer schön unterm Dorfzentrum bleiben. Wobei der ehrlicherweise, ich hast du in das Schwedendeck mal reingeguckt? Hat der überhaupt nennenswert Unit-Shipments? Ich glaube nicht. Ich hatte reingeguckt, nein, hat er nicht. Er hat die Infanteriekanonen dabei im nächsten. Okay, da sind die Langbogenschützen. Ja, gib mir ein Sekündchen. Ich bin hier gerade dabei, irgendwie alles koordinatorisch an die Wand zu fahren. Ja, merke ich. Komm, rein da. Oder? Melli, ja. Let's go. Okay, ich komme jetzt von hinten mit meiner Kaff dazu. Ja, 10 Kavalleristen sind jetzt da. Ja, ich komme auch wieder nochmal mit 15 Units hinterher. So, die Langbogenschützen flex ich jetzt weg. Exzellent. Ja. Alter, weitermachen. Was? Weitermachen, Herr Java, weitermachen. Was ist los? Ja, Iluta Kuchusha. Sehe ich genauso, Jungs. Sehe ich genauso. Okay, so. Fuck my life. Jetzt ist hier noch so ein Aufbautrawoll von mir vorgelaufen. Na gut, passt mir gar nicht so schlecht. Dann soll der hier jetzt meine Kriegshütte bauen. Eigentlich dachte ich, hätte der... Nee, der hat doch... What the fuck? So, der hat den Auftrag, noch einen Handelsposten zu bauen, aber das hat er nicht so richtig kommen gesehen. Dann lass uns hier vielleicht einfach mal die Dingens abbeißen, die Kaserne. Also ja, hier oben ist auch noch eine zweite Kaserne nebenbei bemerkt. Ich gucke, ob ich Siedler finde. Ja, geh du mal... Ja, die Siedler sind hier. Aber der hat auch schon aufgegeben. Du brauchst nicht mehr weiter. Ja. Die Siedler stehen alle hier und sind... Also. Ja, ich habe die ganze Zeit vergessen, mich mit meinem Konsulat zu trennen. Du meinst optimal. Von der Nation in deinem Konsulat, schätze ich jetzt mal, oder? Ja. Weil sich von dem Konsulat zu trennen, hätte ich jetzt nicht so verstanden. Aber gut. Okay. Gut, okay, hier ich habe hier die britischen Dorfbewohner gefunden. Wenn du noch irgendwie ein Raiding-Ziel haben möchtest. Ja, klar. Okay. So, der hat es aber dann auch aufgegeben. Ja, das haben wir. Immer ist der Teammate schuld, natürlich. Der Brite, der kein Militär baut, der ist natürlich also verhältnismäßig, da ist natürlich der Teammate schuld.
Ach ja, das ist immer so die Sache, ne? Ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt natürlich hier, müssen erstmal gebalanced werden und so. Das ist ja auch gar kein Thema. Jeder fängt mal an. Wir haben auch kompletten Scheiß zusammengespielt in unseren ersten Battle Parts und wir haben sogar die Dreistigkeit besessen, das auf YouTube hochzuladen. Ich hätte jetzt gerne gesagt, ich habe wenigstens nicht meinen Teammate beschuldigt, aber das wäre eine Lüge. Nee, du warst zwischendurch auch so. Ja, ich habe jetzt hier die Hälfte verloren, also du müsstest dich jetzt schon mal auf den Weg begeben, so. Ich meinte jetzt früher, nicht heute. Ach Heute beschuldige ich so. dich natürlich immer. Das hat einfach Tradition, weißt du, da wollen die Zuschauer auch sehen. Nee, auf jeden Fall. Das hat sich einfach so. Man muss auch zu dem stehen, was man macht. Genau, Ist richtig. einfach Nein, so. aber also was ich nicht gemacht habe in diesem Spiel, ist irgendwie erfolgreich boomen. Also dafür, dass ich mich Nö. irgendwie boomtechnisch doch ein bisschen ins Zeug gelegt habe. Also ich meine. Ja, warst du galant hinter mir. Ja, ist Aber richtig. dafür hast du mich Und militärisch auch nicht outboomt, also passt das schon. aber das Ding ist. Hä? Ich habe da mehr Units gehabt als du. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hattest du? Ja, selbstverständlich. Moment. 10 sogar. 10 mehr Units, ja. Gut, dafür hatte ich 10 Kavalleristen, die halt einfach mal. Wie teuer sind die 58? Wie teuer sind die Dschungelbogenschützen bei dir? 70, 20, glaube ich. Also. Meine Nagis kosten 100, 100, ne? Nee, Moment. Ich glaube 90, 20. Sorry. Never Oder mind. wie teuer sind die? Weiß ich gerade gar nicht. Ist egal, mein Gott, ich habe halt mit Japanern natürlich auch einfach viel mehr Erfahrung als du mit Inka. Wir haben uns gedacht, es ist vielleicht in den ersten Battle Parts ganz, ganz geckig, zumindest die neuen Völker auch zu zeigen. So, das war so ein bisschen die Motivation. Und Mist, jetzt zeigt er mir leider in dem Ding nicht mehr an, wie viel mich so ein Dschungelbogenschütze kostet. Entweder 70, 20 oder 90, das hat mich 20, bin auch mir gar schon nicht geärgert. sicher. Das war ja früher so, wenn du die Gebäude danach angewählt hast, siehst du auch, wie teuer die Einheiten da drin noch sind. Du siehst jetzt nur noch, was du in Schleif hast. Aber ist egal. War eine kurze, knackige Runde. Damit war es das für heute aber natürlich noch nicht. Hoho. Wollte gerade sagen, wolltest du gerade eine Abmoderation starten? Was war Nein. das denn jetzt? Das Schöne Damit war es das ist. für heute. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt dieses 10-minütige Spiel auch gesehen. Geniale Unterhaltung. Also, Ja, Beste danke fürs einfach. Zusehen. Man hört sich ins. Nee, wir sind ja immer darauf aus, irgendwie unsere Videos zumindest länger als eine halbe Stunde zu machen. Das ist ja wohl das Minimum. Und wenn die Matches im Moment jetzt so kurz sind, das macht ja auch keinen Sinn. Das finde ich übrigens super hier, dass der Text in dem Ranglistenspiel durchsuchen zu breit ist für das Textfeld, was da im Spiel Bleibst du bei praktisch Japanern? hinterlegt ist. Ja, ich glaube, ich mache noch eine Runde Japaner, oder? Ja, dann lass mich aber, also ich bin da glaube ich gerade noch mal rausgedingst, weil dann wollte ich eben noch mal kurz einen Blick in meine britische Heimatstadt werfen. Ich Warum? kann auch Inder spielen. Ja, komm, ich spiele Inder. Da habe ich jetzt auf jeden Fall eine Heimatstadt und Briten habe ich vor allem auch ewig nicht mehr gespielt. Da kriege ich, glaube ich, hätte ich jetzt hier erstmal richtig hart Okay, das einzige Ding ist auf dann, den Deckel. dass wir natürlich jetzt dann nicht so die. Ich habe alle Elefantenverbesserungen aber dabei. Das heißt Ah, also, okay. das wird jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Kanonenplay so dergleichen, aber ich komme schon klar, glaube ich. Und du hast Okay. Flammenpfeile gegen Artillerie, also wir kriegen das schon Ja, irgendwie das hin, glaube Problem ich. ist eher Kavallerie-Konter. Achso, Ich habe zwar Kavallerie-Konter. Aschi und du hast Ja, weiß Sepoy, das nicht. geht Also, schon, dann müssen aber. wir halt eben auf Sepoys und Sowahre oder was weiß ich, irgendwie Ja, Aschis Sepoy, oder Aschi sind ja auch gut. Ich habe ja auch den zusätzlichen Bajonettschaden für die Aschi dabei. Samurai! Ja, Samurai habe ich jetzt die Verbesserung nicht dabei. Ja, die haben trotzdem ein Schwert, das passt schon. Fair enough. Achso, ich kann Steam auch wieder Unverbesserter zumachen. Samurai, ja, ich boxe euch tot! Komm her, du Leibgarde. Husa, du. Leibgarde, Gärtner. Husa, Gärtner, ja. Can't touch Naja, gut, this. also ein Leibgarde-Gärtner. Nee, okay, das nicht, aber. Der verteidigt die Rosen mit seinem Leben. Ja, vollkommen richtig. Muss auch mal was tun für sein Geld. Ja, ansonsten nochmal kurz hier. Kann ich das machen, ohne dass ich. Nee, ich fliege dann raus. Nein, kannst Schön. du nicht. Du darfst hier nichts anpacken, sonst ist gleich wieder Feierabend. Kannst du Junge, mich bitte nochmal einladen? Ich wollte nur kannst kurz du unseren. aufhören, irgendwelche random Buttons zu drücken in der Aufnahme? Geil. Dankeschön. Ja, komm, das ging früher. Weiß ich doch nicht. Tut mir leid Das ging dafür. nie, Junge. Warte mal, halt, jetzt muss ich aber selber nochmal gucken, was habe ich hier gemacht. Vorherrschaft stimmt, 2-4-2 stimmt. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich uns jetzt nicht irgendwie ein Vertragsspiel irgendwie angelacht habe. Wir suchen weiter nach Anglistenspielen. Ja. Anglisten? Ja, ich schaue weiter nach Anglistenspielen. Das ist so ein klassischer Immer diese Dev. Anglizismen. Das ist so ein richtiges Dev-Problem, weil die Leute schreiben das halt auf Englisch und die haben halt nie sich gedacht, dass vielleicht andere Sprachen mehr Breite benötigen da. Und das wird Ja, halt anscheinend die auch nie Deutschen, die nehmen gerne getestet. mal Platz ein, irgendwie, sowohl geografisch als auch irgendwie in Textfenstern. Ja, vollkommen richtig. Das liegt in der Natur unseres Volkes. Ja, ansonsten wollten wir uns vor allem auch nochmal kurz bedanken für das durchaus positive Feedback, was wir jetzt irgendwie schon zur Definitive Edition bekommen haben. Freut uns sehr. Wir haben ja so unsere Problemchen mit der Definitive Edition, aber es ist, ich muss sagen, jetzt Ja. mit dem Hotpatch schon um einiges besser spielbar.
Ja, für dich. Also bei mir ist also Multiplayer, Late Game, 2 versus 2 irgendwie immer noch so eine Sache und alles drüber wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Also da geht mein Computer halt einfach in die Knie und da kann ich leider auch immer noch nicht so richtig viel gegen machen. Ich hoffe, da kriegen sie die Performance nochmal ein bisschen besser optimiert. Ist auch super, wenn man die Grafik runterstellt und die Qualität immer weiter runterstellt, aber das Spiel dadurch nicht besser läuft. Das zeugt immer von Ja, das Problem ist, ich glaube Kunststoff. einfach, dass ich irgendwie, diese Einstellungen, die gehen halt im Zweifelsfalle alle auf die Grafikkarte und ich glaube, bei mir ist der Prozessor der Bottleneck, das Bottleneck, was auch immer. Der Lustigerweise darf ich Flaschenhals. mir die Statistiken anschauen. Das geht. Hör Kaiser auf, dir Klein irgendwas derzeit auch. anzuschauen, sonst können wir wieder eine Minute 20 suchen. Läuft. Kaiser Klein 1v1, 20 Siege, keine Niederlage. Ja, der hat halt mal ein bisschen rasiert. Der war letzte Woche hatte der noch nicht gespielt, ne? Oder war Nö. zumindest nicht so hoch oben. Der hat jetzt übers Wochenende dann ordentlich reingehauen. Wenn ich mich richtig erinnere, war der allerdings auch von einigen Änderungen in der Definitive Edition nicht so begeistert. Ich glaube, der hat sich jetzt endlich mein Herz genommen und sich die auch irgendwie den Bums mal angeschaut. Kann natürlich auch sein. Übrigens, kurz nochmal, ganz wichtig, wir haben jetzt 50% Startquote in dem Ranked-Modus. 4 von 8 Spielen sind so gestartet, dass einer am Anfang direkt rausgeflogen ist. Das ist jetzt das 9. Spiel im Ranked-Modus, was wir versuchen. Mal Ja, schauen, ob wir gucken wir die mal, ob wir Quote. das spielen dürfen, ne? Also gegen LMAO-Clan, Honest und Pizza Deliverer. Sehr Ja, gut. wir sind gegen den Pizzaboten am Start. Punjab. Gucken wir mal, was der Pizzabote so kann. Punjab. Und wir spielen mit Blau und Rot. Ja, nur leider vertauscht. Stimmt. Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Bist du vielleicht ein bisschen blau, Ja. obwohl du rot bist? Vollkommen richtig. Geil. Was habe ich hier? Ich habe hier. Okay, ich habe Verbindung hier getrennt, Spiel einen. wird verlassen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich habe hier Ich so einen bin blöden rausgeflogen. Mango-Rikscha und habe den gleich mal aufgebaut. Dabei hätte ich jetzt ja natürlich ganz prohaft mit dem Scouten gehen müssen. Ich bin rausgeflogen. Ach so. Oh. Ja. Also es bleibt bei 4 von 9. Es tut uns leid. Ist richtig, aber es war auch eine Niederlage. Eine Sieg für uns. So, Ist der also andere beziehungsweise auch für gedroppt mich. oder was? Der andere hat aufgegeben, ja. Also ist bei denen auch einer rausgeflogen. Ja, gut. Also bisher Erfolgsquote von 50% im Ranked-Modus. Nee, Also. 4 von 9. Ja, das letzte Spiel zählen wir jetzt nicht. Knapp 50%. Ich will das nicht ausrechnen. Ich werde jedes Spiel. Ich bin wirklich gespannt. Wir haben ja jetzt 6 Siege, 2 Niederlagen hier und diese 2 Niederlagen waren nicht verlorene Spiele, sondern Spiele, aus denen ich rausgeflogen bin. Also eigentlich haben wir 8 Siege, wir haben sie alle Oder weggeklatscht. Spiel, wir haben alle haben wir weggeflext. Nee, das ist wirklich ein Thema im Moment noch, dass der Ranked-Modus halt gerne crasht. Beziehungsweise Ja, einzelne das Leute könnte man so da formulieren. grundlos rausfliegen. Mega nervig. Es gibt übrigens ein paar Leute, das habe ich, glaube ich, also ist zumindest meine Interpretation, die haben nicht so richtig Bock auf Definitive Edition, einfach weil das bei ihnen nicht so richtig funktioniert, was ich absolut nachvollziehen kann, oder weil ihnen irgendwas in der Definitive Edition auf den Keks geht, ob es eins jetzt Performance-Probleme oder Bugs oder irgendwas. Liebe Leute, don't shoot the messenger. Wir haben das Spiel nicht entwickelt. Ist Ne? richtig, ja. Also, das haben wir natürlich nicht verbockt. Also, ich meine, es ist natürlich unser Stammspiel irgendwie Age of Empires 3, deswegen. Sind wir natürlich irgendwie, was heißt verpflichtet, das zu spielen, aber wir wollen es ja einfach spielen. Aber das heißt nicht, dass wir dem Ganzen unkritisch gegenüberstehen. Okay, jetzt muss Aber. ich aber gerade mal. Okay, also die Elo wird auf jeden Fall nicht nur nach Winrate berechnet, weil zum Nee, kann ja Beispiel. nicht. Die berechnet sich ja nach dem, was du halt, also welche Leute du halt wegklatscht. Ja. So, startet Hokkaido spielen wir. Diesmal ich in Rot, du in Lila gegen Kurak und Bladleaf. Hoffentlich zumindest. Der Typ heißt Blatt. Blatt, ja, Bladleaf. Hokkaido passt ja immerhin dazu, dass ich Japan spiele. Glaube ich, eine Karte, die ich noch nie gespielt habe. Ja, es ist eine Wasserkarte, aber ich weiß Verbindung allerdings auch nicht mehr getrennt, ganz, wie Spiel sie wird aussieht. verlassen. Kürbisse haben übrigens ja auch Saison, also insofern passt das gleich doppelt. Ich bin wieder rausgeflogen. Ja, bei denen ist auch einer rausgeflogen. Ich weiß nicht, was das soll. Es ist halt nervig wie sonst was. 4 von 10. Ja, ist richtig. Der andere hat jetzt aber noch nicht aufgegeben. Ich spiele das jetzt, glaube ich, einfach mal konsequent als 1 versus 1 zu Ende. Super. Super. Mega spannend auch. Nee, du meinst, ich soll doch jetzt aufgeben? Ja, klar. Nee. Ah, jetzt hat er es gerade aufgegeben. Ich Ja. gucke mir allerdings gerade noch mal kurz die Map an, einfach um zu sehen, wie die aussieht. Ah ja, okay, good to know. Es ist halt echt super nervig. Also ich wünschte, wir könnten etwas dagegen tun. Ihr seht es ja hier gerade live. Wir schneiden ja hier gerade nichts. Das wird ja jetzt einfach runtergespielt. Wir sind jetzt seit 3 Minuten Ja, auf wir der wollten das Suche. ja, wie gesagt, mal ein bisschen demonstrieren, so, ne? Also Da muss unseren. definitiv jetzt die Woche mal ein Patch nachgeliefert werden. Ich meine, wir nehmen das jetzt Montagabend auf. Ist vollkommen klar. Sie haben ja Freitagabend noch ein Day-One-Patch nachgeliefert. Ist vollkommen klar, dass hier übers Wochenende nichts passiert ist. Warte mal kurz, habe ich jetzt gerade Vorherrschaft eingestellt? Ja, ich habe Vorherrschaft Ja, eingestellt. Ich bin ja. da völlig paranoid, ey. Ja.
Deathmatch. Hey, wie geht denn eigentlich Deathmatch? Wie geht eigentlich Deathmatch? Wie geht eigentlich Death Metal Match? Deathmatch. Ja, es ist halt echt super nervig. Also da müssen sie jetzt diese Woche, das müssen sie wirklich fixeln. Ach, guck mal hier, der Knusch ist jetzt nur noch auf Platz 11 mit 13 Siegen und einer Niederlage. Er hat einmal verloren, ja, wahrscheinlich gegen Kaiser dann. Plepp, der Alte. Ja, sehr schön. Tja, aber also das Problem haben wir natürlich jetzt irgendwie hier trotzdem, dass wir irgendwie gerade Probleme haben. Vielleicht, also wenn wir jetzt nochmal rausfliegen, dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich einfach mal das Spiel neu starten, doch mal vielleicht einen kurzen Cut setzen, in der Hoffnung, dass uns irgendwas hilft. Ja, ich meine, ihr könnt halt immer ein bisschen vorspringen. Ich meine, YouTube ist ja, was das angeht, auch cooperative. Ihr seht ja, wann das nächste Spiel startet. Habe ich teilweise in den sagen, oder? Was? Du wolltest kooperativ sagen, oder? Was habe ich denn gesagt? Cooperative. Ach so, ja. Nee, was auch immer das heißen soll, aber ja. Halt natürlich nicht cooperative, sondern... Cooperative, wenn schon. Cooperative. Ist schon spät. Nee, also ihr könnt ja mal durchswitchen, habe ich teilweise auch. Also es gibt ja von den Ezog-Turnieren teilweise auch so Komplett-Videos, die dann irgendwie auch zig Stunden gehen. Da habe ich teilweise auch ein bisschen durchgeskippt. Dann zwischendurch, wenn die dann auf der neuen Karte spawnen und dann ist da irgendein Problem mit dem Map-Spawn, dann müssen sie das Spiel neu starten und solche Sachen. Gab es ja diverse Ausfälle dann auch und da bin ich manchmal auch so durchgesprungen. Das geht ja auf YouTube. Computer brennt, Caster fängt zu weinen an, all das. Das muss man halt dann mal ein bisschen skippen. Die üblichen Pläsierchen halt. Aber das ist halt wirklich, weiß nicht, das ist halt fürs Spielgefühl für uns auch sehr nervig und für alle anderen Spieler. Meinst du? Denkst du so, boah, jetzt geht's los, Adrenalin irgendwo in der Decke und dann, ja, nö. Ja, ja, richtig. Ich weiß auch gar nicht, was dann im 1 vs. 1 passiert, ob dann einer einfach gewonnen hat. Ich glaube, im 1 vs. 1 passiert das ehrlicherweise nicht. Das ist ein Multiplayer-Bug. Zumindest habe ich bisher im 1 vs. 1 nicht gehört, dass doch, das ein Problem wäre. Ich habe auch von Leuten gehört, dass es im 1 vs. 1 passiert, dass das Spiel startet und dann aber einer rausdroppt. Entweder man selber oder der andere. Okay, gut. Und es kann auch nicht an unserer Internetverbindung liegen. Es sind dann ja immer viele Leute auch hilfsbereit und machen Vorschläge, woran es liegen könnte. Aber wir sind beide im LAN. Wir haben beide stabile Netzwerkverbindungen. Es gibt keinen Grund. Ihr seht ja auch, das Spiel crasht in dem Sinne nicht, sondern es heißt einfach Verbindungen getrennt. Und da wir offensichtlich übers Internet telefonieren, ist die Verbindung ja ganz offensichtlich nicht getrennt. Ah, jetzt startet es wieder. Ja. Jetzt ist halt die spannende Frage, ob wir diesmal spielen dürfen. Ich hatte eine Zeit lang den Verdacht, dass es irgendwie so an dem Gegnerteam liegt. Weißt du, wenn ihm da irgendwas nicht passt, dass das dann nicht funktioniert. Jetzt sind wir wieder gegen Q-Rack und Vlad Leaf am Start. Das heißt, es wäre nicht abwegig, dass wir jetzt wieder ein Disconnect kriegen. Muss man nicht hoffen. Kamtschatka. Kamtschatka zwar, aber bisher... Kamtschatka ist eine ehemalige Ezog-Karte. In der Tat. So, warte auf andere Spieler. Ja, Verbindung getrennt, nee, Spiel wird verlassen. Du bist raus. Ich weiß es doch auch nicht, Kinder. Tja, die Java-Heizung hat Verbindungsprobleme, stand bei mir. Irgendwie sowas. Klar, logisch. Merkt man ja, hört ihr ja alle. Ich glaube, wir machen hier an der Stelle mal einen kurzen Cut, starten das Spiel mal eben neu beide und dann gucken wir mal, ob das irgendwas geholfen hat. Ja, wir rendern das zusammen, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hoffentlich startet das Spiel jetzt auch. Müssen wir mal schauen. Sollte es Probleme geben beim Starten, werden wir das natürlich wieder wegcutten. Wir spielen gegen Valdez und Bird Person auf Sibirien. Wie schön. Eine altbekannte Karte. Mal schauen, ob wir mit den beiden spielen dürfen. Ja, das ist die spannende Frage. Die zweite spannende Frage ist, ob wir jemals irgendwie sozusagen auf eine realistische Elo kommen, wenn wir ständig sozusagen Spiele verlieren und gewinnen irgendwie. Oder ob wir nicht irgendwann richtig hart überbewertet oder unterbewertet sind. Meins startet. Schaut gut aus, ja, meins auch. Könnte es wahr sein, dass der Neustart irgendwas gebracht hat? Ist ja spannend. Jetzt muss man das Spiel nicht mehr neu starten, weil man keine Spiele mehr in einem Online-Lobby findet, sondern weil man immer rausfliegt. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt lieber ist. Ich glaube nicht, tendenziell. Nee, mir auch nicht. Wir sind jetzt bei was? Was hatten wir gesagt? 4 von 11, ne? Ja, 4 von 11, das ist das 5. von 12. Ja, das ist ein trauriger Negativrekord, würde ich sagen. Also ich meine, wenn nicht mal 50% der Spiele klappen, dann könnte man schon darüber reden, dass das vielleicht nicht so optimal optimiert ist. Ja, würde ich auch vermuten. Optimal optimiert ist übrigens auch wunderschönes Deutsch, das gefällt mir. Finde ich auch gut.
So, wir sind jetzt mit Japanern und Indern am Start. Das ist natürlich irgendwie wieder eine von diesen Kombinationen, wo wir uns immer geschworen haben, dass wir sie nie wieder anfassen werden. Mhm. Aber das sagen wir natürlich jedes Mal und ändern unsere Meinung dann doch wieder. Absolut richtig, ja. Das ist immer die asiatische Allianz, vor der wir uns fürchten, weil es einfach nicht so gute Kavallerieabwehr gibt. Spielen gegen Briten und Portugiesen, praktisch das Gegenteil der asiatischen Allianz, die europäische Allianz. Oh, und hier vorne ist ein Wutschatz. Dann rushen wir die halt einfach kaputt. 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 Mega aggressiv, meinst du? Willst du dein rotes Vor bei denen platzieren? Nee, um Gottes Willen, das bringt mit dir als Japanern ja irgendwie nichts. Also du brauchst ja auch irgendwie am Anfang deine 20, 30 Sekunden im zweiten, bevor das irgendwas wird. Also da brauche ich kein rotes Vor auf der anderen Seite platzieren. Okay. Die Sammelzeit, die mir da mit den Siedlern flöten geht, die ist es, glaube ich, nicht wert. Okay. Ja, aber ja, das ist trotzdem alles irgendwie ein bisschen ungünstig jetzt hier im Moment mit den Lecks und den Bugs und so und den Kicks und den Drops und den Performance-Problemen. Also bei mir leckt jetzt gerade gar nichts. Ah, jetzt hat der sich das geholt, verdammt. Bei mir leckt gar nichts, hatte ich nur gesagt. Ach so, ja, gerade nicht, aber das kann ja noch kommen. Positiv denken oder so. Ja, genau. Ich meine, man kennt mich für meinen ausgeprägten Optimismus. Also. Ich meine, Briten und Portugiesen ist soweit schon okay, finde ich. Naja, also wir müssen halt einfach aufpassen, dass wir den Boom nicht einfach kampflos überlassen, sozusagen. Ja, also wenn wir halt uns zu lange Zeit lassen, dann werden die... Also wir müssen schon ein bisschen mitboomen so, aber ich muss schon gucken, dass ich meine Fünfer-Batches rausbekomme, glaube ich. Und Portugiese ist zumindest ein bisschen rushy unterwegs. Der Brite, der hat auch zumindest zwei Einheiten da. Wobei ich mir immer noch nicht ganz sicher bin. Also ich habe mir die... Also der Portugiese hat keinen FF-Deck dabei und der Brite definitiv auch nicht. Aber gut, warum sollte ein Brite auch einen FF machen? Nee, aber die haben zumindest beide im zweiten ein paar Units, darum ging es mir. Ja. Ich bin mir allerdings jetzt akut gar nicht sicher, wie die... Decks aussehen, wenn du, also die Standard-Decks, weißt du, das Standard-Land-Deck von den beiden Völkern? Oh, nee, das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Weil, also daran könntest du halt immer irgendwie, naja, so zumindest einigermaßen abschätzen, wie gut jemand ist, ob er halt dieses Standard-Deck benutzt oder ob er das halt abgewandelt hat oder wie stark er das abgewandelt hat. Ja, auch eine spannende Information, ne, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, das dachte ich mir halt auch, aber also, ja. Ich hab's mir leider halt auch nicht gemerkt, insofern ist es halt auch nur eine hypothetisch spannende Option, weil wir es nie erfahren werden. Super. So, jetzt schwingt euch mal ein rottes Vor, bitte. Übrigens habe ich das Gefühl, also die Sepoys waren ja zwischendurch im Azog-Patch mal genervt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich glaube, sie waren teurer geworden. Weiß ich auch nicht mehr. Aber Fakt ist, sie haben zumindest diesen Nerf wieder zurückgerudert, glaube ich. Okay. Ich age jetzt, wie gesagt, auch mit zwei... Oh Gott, war das dämlich. Mit zwei Siedlern am Wunder, damit ich schnell bin und ich baue meine Kaserne vorne bei dir am Roten vor. Mhm. Gehe jetzt mal einen neuen Weg, eidel mein Dorfzentrum ein bisschen, baue dafür jetzt erstmal den Marktplatz. Ich weiß nicht, ob sich das auszahlt, aber... Okay. Spannend. Den baue ich halt sonst mit den Innern gefühlt immer super spät. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, ob das irgendwas ändert, wenn ich den vielleicht ein bisschen früher baue. Ich werde wiedergeboren als Schmetterling, hoffe ich. Ja, wenn du das möchtest, dann wird das auch in Erfüllung gehen. Ja, das sagt der indische Kundschafter. Echt? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich spiele ja auch nicht Inder, also... Das ist sehr geil. Ich werde wiedergeboren als Schmetterling. Go home, you're drunk. Laber doch nicht immer so eine Scheiß, Günther. Geil. Also ich hätte mir ja irgendwas Episches gewünscht, was weiß ich, Tiger oder so, aber Schmetterling? Soll ich Aschi, du Sepoi oder... Ich Aschi, also ich werde auf jeden Gurka, Fall, oder? Ich werde auf jeden Fall Sepois bauen. Du kannst gerne ein paar Yumi bauen, wenn das die Frage war. Also ich werde erstmal, natürlich werde ich erstmal ein Batch ganz normal... So, ich habe jetzt aber übrigens gerade nochmal geguckt, also die Sepoys kosten jedenfalls das, was sie immer gekostet haben, insofern also zumindest da hat sich nichts geändert. Ich weiß allerdings nicht, ob die von den Werten her leicht genervt wurden, das kann allerdings sein. Mich so don't know. Ja, dann änder das doch mal, was weißt du denn eigentlich?
Okay, ich weiß, dass da oben ein Kundschafter auf mich wartet und auf meinen Kundschafter schießt. Das finde ich nicht so nett. Das ist auch schon mal eine wichtige Information, dann weißt du ja doch was. Könnte eigentlich auch mal Units in Auftrag geben, wenn die alten fertig geworden sind. Das macht man doch in der Regel so, oder? Hab ich auch gehört. Gute Spieler hassen diesen Trick. Ja. Die machen da nie, habe ich gehört. Apropos hassen diesen Trick. Ich hasse mich gerade auch, weil ich hier keinen Fünfer-Badge rausbekommen habe. Ja, dann geh dich mal fleißig hassen. Das bringt aber allerdings auch nicht so richtig viel, befürchte ich. Ich hätte den Fünfer-Badge auch lieber genommen als deinen Hass, muss ich sagen. Aber here we are. So entertain me. Was? Ich werde dich ganz sicher nicht entertainen. Das kannst du schön selber machen. Okay. Komm. Siedler erst. Yeah! Fünfer-Badge. Ich optimiere mich hier auch schon wieder am Kopf und Kragen, ey. Wie kann man sich nur so hart den Fünfer-Badge gönnen? Bötsch. Bötsch. Ja. Gute Spieler hassen dieses Englisch. Sama! Ja, da habe ich mich tatsächlich um Kopf und Kragen optimiert. Sehr erfolgreich. Jetzt kriege ich nämlich nur ein Zweier-Badge raus, weil ich Supply geblockt bin. Hätte ich vielleicht doch das Haus zuerst bauen sollen. Optimier du dich, Mor. Scheint gut zu funktionieren. Ja, doch, also. Klar. Ich hätte ja jetzt gesagt, ich optimiere gleich deine Zähne, aber. Auch eine schöne Aussage. Oder deine Zahnstellung. Das ist auch geil, ja. Ich optimiere gleich deinen Unterkiefer, Kollege. Ich optimiere gleich deine Unterkieferfehlstellung, Junge. Nee, ich verpasse okay. Der eine Fehlstellung. So. Naja, das ist ja Ansichtssache, ne? Aber. So, jetzt aber mal vielleicht ein bisschen ernsthaftes Gameplay hier. Ja, du bist mal wieder echt deutlich schneller mit deinen Units als ich. Ja, das kennt man so von mir. Ich bin eigentlich auch generell geistig deutlich schneller als du, aber. Du Arsch. Hab ich's dir aber gegeben, Mensch. Übelster Diss ever, oder? Wirklich, ey. Hit me in the heart. Ja, so nennen wir dieses Video. Übelster Diss ever gefällt mir. So, so schön reißerisch. Lass uns trotzdem mal pushen. Meinst du, willst was reißen? Ja, gleich dir den Hintern auf, wenn du dich nicht bewegst, Junge. Ja, bin schon auf dem Weg. Sehr gut. Ich wusste doch, dass ich überzeugen kann. Zwar eher mit Worten als mit Taten, aber. Dafür male ich mit Worten. Da ist eine Siedlerin, die kann man zumindest mal aus ihrem Leid erlösen. Ist ja auch scheiße kalt hier, da will ich auch rein ins warme Geschützfeuer. Und da hinten sind Husaren. Mhm. Damit komme ich aber ganz Biert gut klar. Weist. Da kann man jetzt vielleicht gleich mal den Nahkampfangriff schicken lassen, den zusätzlichen für Units. Ich habe gehört, das hilft immer. Okay, die Husaren sind da rechts. Der hat viele Husaren. Kommst du mit? Ja. Schwing dich. So. Da haben wir noch eine Siedlerin erwischt. Ja, jetzt ist halt die Frage, sollen wir also hier unter dem Dorfzentrum siegen, ist halt immer Moppelkotze. Okay, der will's Jodolf aber. Deine Husaren jetzt aber doch mal in den Kampf, wie es aussieht. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Das ist eher nicht so cool. Die Hälfte deiner Leute wird da abgefangen. Ja, ich merke das gerade. Das möchtest du eventuell ändern? Eventuell, ja. Ich habe da zwar jetzt die Dingens ausgeschaltet, habe aber da selber auch ziemlich viel verloren bei. Genau zu sein, so viel, dass ich jetzt hier gegen die Musketiere wahrscheinlich nicht mehr klarkomme. Ey, wobei, geht sogar noch. Ja, du musst nur aufpassen, du rennst mit deiner Verstärkung da jetzt gerade irgendwie den ziemlich in die Arme. Das hilft dir, glaube ich, nicht so richtig weiter. Ja. Sprich dich ruhig aus. Ja. Jetzt ist guter Rat ja fast so ein bisschen teuer, nicht? Also ich meine, so richtig gut stehen wir da jetzt gerade nicht da. Boah, geht, wa? Also wir haben den Briten zwei Siedler abgeknallt, den ziemlich lange geeidelt. Also pass auf, du rennst da oben weiter noch mit deinen Dingens in den Dort. So, jetzt, also die Musketiere haben wir jetzt aber ehrlicherweise auch einmal abgeknallt. Ja, lass uns mal gucken. Also da kriegen wir zumindest noch ein paar britische Siedler. Wieder einer tot. Und hier unten ist der Stall. Lass mal den Stall wegmachen. Das scheint mir eine gute Idee. Ja.
Stall wegmachen fände ich voll knifte. Das andere ist, ich müsste ehrlicherweise auch mal meine Kundschaft da irgendwie mal wieder sinnvoll in Einsatz bringen. Okay, das kannst du vergessen hier. Ich brauche die Kirschgärten. Was kann ich vergessen? Ach, ich habe hier unten gerade angefangen, andere Einheiten zu bauen. Ich glaube, ich baue gleich mal eine vorgelagerte Basis, dass wir nicht so über die ganze Karte. Vorsicht, von hinten Musketiere. Ja, okay. Und von vorne Husaren. Ich kümmere mich um die Husaren. Ach, die stehen jetzt hier unten an meinen Yumi dran. Das ist natürlich super. Ich hatte doch gerade angefangen, meinen Einsiedler da hochzuziehen. Warte mal kurz, ich verstehe dich gerade mal wieder nicht. Du verstehst mich nicht. So, können wir jetzt mal bitte die Kirschgärten wieder aufbauen? Alter, was bin ich denn für ein Held? Was machst du denn? Ich habe vergessen, meine Konsulatseinheiten zu schicken, ey. Oh mein Gott. Junge, verrückte Mongo, Junge. Ja, genau das. Genau das. Das macht man aber nicht. So, Stall ist jetzt endlich mal weg, aber wir müssen trotzdem mal gucken, dass wir hier jetzt irgendwie mal ein bisschen, also, auch mal irgendwas reißen. Also, ich meine, den Briten haben wir jetzt zwischendurch schön geidelt und so, das ist sicherlich hilfreich, aber, ein bisschen mehr als das wäre ja schon mal eine Maßnahme. So, hier sind noch ein paar Musketiere. Ja, das tut mir echt mega leid, dass ich... ein paar britische Siedler. Ah, hier oben sind die Holzsammler von Briten. Und zwei Kasernen. Ich glaube, die haben gerade... Okay, hier oben bauen sie noch eine Kaserne. Ich weiß nicht, was mit der dritten Kaserne, wo wir kann ja schon zwei nicht auslassen. Vorsicht, da hinten sind jede Menge Longmaus gerade gepoppt. Also ja. Fünf. Ich habe den Briten jetzt ehrlicherweise auch schon einiges an Dingens gekillt. An wie schimpft sich das? Du hast da hinten noch einzelne Einheiten rumstehen. Ja, ich habe nicht nur einzelne Einheiten rumstehen. Ich habe eine ganze Wirtschaft, die voll im Eimer ist. Also insofern... Gut. Läuft bei mir. Pass auf, ich kann dich da gerade nicht supporten, weil ich jetzt gerade mir überlegt habe, ich könnte eigentlich mal gucken, dass ich den Außenposten nochmal weggesiegt kriege, damit ich die Siedler von den Briten da drin kriege. Da stehen nämlich einige Siedler drin, die ich jetzt da einmal massakrieren kann. So, der Brite sollte jetzt eigentlich mittlerweile ziemlich out of Siedler sein, hoffe ich. Jetzt so. Habe ich meine Kasernen falsch belegt. Nein. Was hast du getan? Ich habe die aus Versehen zusammengelegt. Das wollte ich nicht. Das ist doof. So, ich habe inzwischen auch Yumi Reichweite. Ich fight jetzt hier alleine, ne? Nee, ich halte dich da die ganze Zeit gegen die... Nein, tust du nicht. Also eigentlich stehst du da hinten und tust nichts mit einem. Nein, ich bin... Wie immer eigentlich. Nee, alles ich bin muss man hier, hier selber machen. Nein, die Nachrücken... Meine heroischen Sepoys mussten da wieder das Feuer irgendwie auf sich nehmen und der werte Herr Java, der steht irgendwo hinten und popelt sich in der Nase. Ja, klar. Ja, klar. Apropos in der Nase popeln, ich könnte mal eine zweite Kaserne bauen, sonst popeln sich meine Ressourcen so ein bisschen in der Nase. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt zwei Kasernen und einen Stall running und habe halt nebenbei dir den Rücken so ein bisschen freigehalten. Das ist das, was ich mit meiner Zeit getan habe. Ja, das schätze ich natürlich auch sehr an dir. Meinem Rücken geht es aber aktuell gut. Insofern würde ich dich eventuell dann doch wieder bitten, mal da wieder in den Angriff überzugehen. Jetzt wieder auf der anderen Seite? Nee, ich will hier oben die Siedler abknallen. Aber okay, der Brit hat auch eh aufgegeben. Da müssen wir nichts mehr. Ja, dann lass uns doch erstmal den anderen, den... Hier den lilanen, ja. Oder auch nicht. Mach mal. Noch mitnehmen. Kurak Dunivala! Immerhin ist das Spiel gestartet. Hey, 12. 4 von 12. Nein, 5 von 12. 5 von 12. Nee, 5 von 12, hast du recht, ja. Ja, immerhin das. Nee, das ist natürlich irgendwie, wir haben natürlich relativ früh hier angegriffen und man sieht, als wir angegriffen haben, hatten wir halt... ein Stück weit mehr Militär als die, so 10 Einheiten und vor allem haben wir dann halt relativ früh den da einmal komplett zusammengeschossen. Das waren ehrlicherweise hauptsächlich deine Einheiten, du hast ja noch ein bisschen mehr als ich. Und ja, dadurch, dass wir da den Briten dann einmal wirklich auf null Militäreinheiten geschossen haben,
Ich habe zwar mein Militär dafür geopfert, ich habe den Briten aber halt zwischendurch auch nochmal 10 Dorfbewohner weggeschossen und halt ihn auch ziemlich hart geidelt, was ja, man das halt mit an der Ressourcenrate ziemlich sieht. Das Eideln, das war auf jeden Fall auch heftig. Und die Siedler ist jetzt natürlich am Ende gekommen. Du hast ihn halt auch komplett denied in seiner Siedlerrate. Der Portugiese hat interessanterweise komplett aufgehört, überhaupt Siedler zu bauen. Also der auch hat spannend. Ab Minute 9 hat er nur noch Militäreinheiten gebaut und die aber auch immer komplett weggeworfen. Das ist so ein bisschen das, was wir früher halt auch gemacht haben. So ganz schwierig, Verzweifelt irgendwie versuchen, irgendeinen Engpass zu halten, auf Teufel komm raus, aber halt eigentlich nicht die Einheiten dafür zu haben. Ja, ganz genau. Oder in dem Fall kein Engpass, sondern eine Basis, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, das war jetzt wieder eine sehr kurze Runde. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich in der nächsten Lobby wieder. Wir werden, falls es zwischendurch Spiele gibt, die nicht starten, das wegschneiden für euch, dass das nicht ganz so lange rumeiert, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde jetzt einfach mal, das nächste Spiel einfach mal suchen und wenn das dann nicht funktioniert, dann würde ich sagen, mach mal kurz einen Cut. Ja, okay, alles klar. Ja, wir versuchen das kontinuierlich hier zu machen, aber wenn die Spiele zwischendurch, wenn hin zwischendurch vier Spiele nicht starten, so wie Was spielst denn vorhin, du? soll ich nochmal bei Japan bleiben oder soll ich mal Du umswitchen? kannst mal Briten spielen, wenn du magst, da würde ich aber trotzdem mal erinnern bleiben. Ja, ist okay. Okay, Machen wir. dann Soll ich mir noch bist du ein ready? Kaff-Deck mit denen machen? Ich Mit habe den mit Briten. denen nur eine Verbesserung im dritten für Kaff dabei. Ach so, nee, ist nicht nötig. Okay. Ja, Ich dann verspreche kannst auch du nicht zu starten. weinen. Mann, geh doch auf Kaff, Alter. Ja, dann starte gerne. Mache ich und ich muss gerade noch mal eben kurz unter meinen Schreibtisch kriechen. Das heißt, du musst jetzt mal für 20 Sekunden das Kommentar übernehmen. Bis Das kriege gleich. ich hin. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Nee, es ist jetzt, wie gesagt, am Anfang noch so, dass wir uns natürlich erstmal spielstärkentechnisch ein bisschen einpendeln müssen. Das mit den Niederlagen zwischendurch, also mit den Spielen, wo Leute rausdroppen, das verzerrt natürlich die Statistik so ein bisschen, aber jetzt im Moment die Spiele gewinnen wir natürlich noch relativ easy. Man muss aber auch sagen, ich meine, wir starten natürlich irgendwie mit unseren, weiß ich nicht, 1000 Spielen Erfahrung aus Age of Empires 3 und wir sind bei Gott keine guten Spieler. Wir sind, ja, ich würde sagen, klassische Intermediate-Klasse, klassischer Durchschnitt so. Das Ding ist aber, so eine Spieler-Community ist natürlich immer so eine Art Pyramide. Man hat halt, also nach oben wird die Luft halt immer dünner. So, also es gibt ein paar ganz wenige, so 10, 15, 20, 30 Leute, die irgendwie eine richtig, richtig hohe Siegquote haben und spieltechnisch richtig viel reißen. Und es gibt natürlich ganz viele Leute, die anfangen. Und es kristallisiert sich auf dem Weg nach oben immer weiter heraus, wie ambitioniert die Leute sind und wie lange die am Ball bleiben wollen. Ja, Und so ein bisschen wie begabt sie sind, würde ich sagen, ne? ja, Also, absolut. wir sind lange am Ball geblieben. Ich glaube, dafür ist unsere Spielstärke eher unterdurchschnittlich, was ein Stück weit der Tatsache geschuldet ist, dass wir zwischendurch sehr unregelmäßig gespielt haben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und wir spielen immer nur sehr selektiv. Wir sind halt im 1 versus 1 sind wir wirklich schlecht. Wir spielen ja nur 2 versus 2. So. Ja, aber also ich meine, das müsste ja trotzdem sich in der Siegquote widerspiegeln, weil wir ja nur 2 versus 2 spielen, nicht 1 versus 1. Ja, ist Aber richtig. ich glaube, also A, wir spielen irgendwie in einer speziellen Art und Weise, die eben halt nicht unbedingt für unsere Siegquote zuträglich ist. Ich glaube, wir könnten noch radikaler rushen, Klar. was wir nicht wollen, aber was, glaube ich, halt für die Siegquote hilfreich wäre. Also als Backstory, ich meine, jetzt heute ist es ja, also jetzt hier in den Videos gerade ist es ja egal, aber wir haben natürlich bei den alten Age of Empires Videos immer darauf geachtet, dass das möglichst spannende und lange Spiele werden. Wir können praktisch sagen, alle Spiele, die weniger als 30 Minuten Commentary oder 20 Minuten Commentary hatten, haben wir lange Zeit, haben wir die einfach gelöscht. Also Genau. wenn ihr bei uns durch den Kanal scrollt, werdet ihr kaum Videos finden, die kürzer als 30 Minuten sind. Egal wie gut die gespielt sind, selbst wenn es ein knallharter Rush war, den wir knallhart durchgezogen haben und das Spiel nach 14 Minuten gewonnen war, haben wir uns dann halt gedacht, ja, aber das war jetzt halt auch so langweilig, dass das eh keinen interessiert. Irgendwann sind wir dann dazu übergegangen zu sagen, gut, dann schneiden wir halt einfach noch ein zweites Spiel oder sogar ein drittes Spiel noch dahinter. Ist auch ein schöner Nick. Wink. Schastre und Wink, ja. Nennen wir ihn Wink. Oder Winky. So wie die Elfin aus Harry Potter. Na egal. Ich Kleiner dachte jetzt. Nerd-Moment. Ich denke bei Winky irgendwie an was anderes, aber ist ja auch egal. Also ich habe das Gefühl, wenn das Spiel so lange lädt, dann ist das. Nee, warten auf andere Spieler, sagt er mir jetzt. Ich bin drin. Du bist drin, du bist drin. Tief durchatmen. Ja, sehr gut. Ich Oh habe das mein Gefühl. Gott. Zwei hintereinander. Nice. Ja, richtig nice. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Ich habe das Gefühl, wenn das so lange in dem Startbildschirm ist, also du noch nicht auf die Karte kommst, sondern dass es also lange irgendwie in diesem Ladebildschirm bleibt, dann ist es ein gutes Zeichen tendenziell. Ich glaube, der hört auf sozusagen das Spiel dann irgendwie zu laden, wenn einer droppt und dann startet er halt einfach dann irgendwie für die Verbleibenden, die wahrscheinlich schon durchgeladen sind, das Spiel oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, also wenn der halt lange lädt, dann ist gut. Dann startet es in der Regel. Keine Ahnung, ob das stimmt, doch.
Egal. Du bist jetzt mit Briten am Schlüssel. Ist jetzt halt die Frage, gehst du. Oh, ich habe die Tooltips aus. Ja, das solltest du vielleicht mal ändern. Die hast du noch für dein Video ausgemacht. Irgendwann mal, glaube ich. Ja, vollkommen richtig. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Schatz ist. Wir werden es gleich sehen. Und es ist. Eine gebrauchte Penispumpe. 80 Nahrung. Nice. Hast du auch Probleme, Bett? Hier günstig Viagra kaufen. Dein Viagra-Shop24.de. Hey, kannst du bitte aufhören, meine Geschäftsideen so öffentlich bereitzutreten, Alter? Sonst kopiert die noch einer. Ja, klassisches Problem. Das ist auch unser Problem auf YouTube. Wir haben die besten Ideen, aber alle machen nach. Nein, Quatsch. Was haben wir denn im Gegnerdeck? Bisher noch nichts beim Deutschen und bisher noch nichts beim Holländer. Wollte gerade sagen, wir Deutsche und Russe, mein Lieber, nicht Holländer. Ach, du hast recht. Das sieht halt einfach genauso aus wie die russische Flagge. Also die aus Die russische sieht aus wie die deutsche oder andersrum. Die deutsche sieht aus wie die russische und die holländische sieht jetzt, die alte holländische sieht aus wie die neue russische. Also das ist komplett kaputt. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ist egal. Willkommen schon klar. Genau, warum habe ich eigentlich kein zweites Haus gebaut? Ich bin auch der größte Pleb unter der Sonne, ey. Ja. Hallo? Sonst gesund? Was soll ich denn machen? Ich stimme dir doch nur höflich zu. Also irgendwie, man soll doch anderen Leuten nicht widersprechen. Das ist nicht höflich. So, jetzt hat er gepickt. Der Russe hat den verbesserten Kundschafter dabei. Strelitzen, Kosaken, Holzzufluss, also Distributismus, die... Der Deutsche hat übrigens ein FF-Deck dabei. Ich kürze das mal ab. Also der Russe hat genau das, was man von ihm erwartet. Und der Deutsche hat... Der Deutsche hat... Auf jeden Fall early, aber also ich würde jetzt nicht sagen eindeutig FF, weil er hat ja ehrlicherweise auch im zweiten alle Karten dabei, die er irgendwie mitnehmen kann. Ja, was soll er denn auch tun, der arme Mann, also. Korrekt. Korrekt. Ja, weil in ihm was Deutsches steckt. Nein. Da. Doch. Ich werde jetzt ehrlicherweise mein rotes Vor vielleicht mal irgendwo dahin placen oder so, I don't know. Ja, nee, klar, sicher. Also, ich meine, dann kann man sich zumindest noch einen Handelsposten mit sichern und noch eine Herde und die Kombination aus beidem scheint mir eigentlich. Ja, hier, 5% Rabatt auf alle Münzkosten, da könnte man auch mal drüber nachdenken. Das ist insbesondere vielleicht unter dem, in meinem Betracht der Tatsache, dass du ja doch mal über Grenadiere nachdenken Dicke, wolltest. Der Dicke, wo du gerade dran vorbeigerannt bist. Ja, dann schieße ich da schon mal einen Kollegen raus. Ja, dann schießt du mal. Gott, was ich hier gerade mache, ist auch totaler Schwachsinn, ey. Ich hätte mit den beiden Siedlern, anstatt hier die ganze Zeit rumzuwandern und mir in der Nase zu puppeln, lieber noch ein bisschen Nahrung sammeln sollen, dann wäre das Age-Up auch ein bisschen schneller gegangen. Gegungen. 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 Gonge. Weil auch immer das war. Aber, genau, also wir müssen jetzt auf jeden Fall uns ein bisschen gegen Kaff watmen. Hier ist halt auch noch ein Holzschatz, der ist halt auch ganz geil. Also wir müssen uns gegen Kaff watmen. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen, Alter. Jetzt ist es cursed. Watmen. Du bist mir auch so. Wappne Scheiße. Wappne Scheiße. Ist gut. Nee, aber also wir müssen uns gegen Kaff vorbereiten. So, ich benutze einfach ein anderes Wort. Ich werde sowieso auf Impulse gehen und also dir würde ich halt empfehlen, von der Anfang einfach mal eine Barracks zu bauen. Dann irgendwie als zweites Gebäude irgendwann dann vielleicht mal eine Geschützgießerei hinstellen und ein bisschen Grenadiere dazu zwiebeln oder so. Naja, Geschützgießerei hätte er auch gern, ja? Ja, klar. doch, würde ich nehmen. Würde ich nehmen, ja? Ja, klar. Nee, sicher. Sicher dat. Ja, so machen wir's. Das Ding ist halt so ein bisschen, also du müsstest, also ich weiß nicht, ob die, also die Grenadiere sind halt ohne das Ding halt nicht so richtig Knorke und die kannst du, das kannst du erst im dritten schicken lassen, ne? Holy shit, hast du dein rotes Vorbeid zu dir gestellt. Ja, ich sag doch, ich wollte da mit den Handelsposten da sichern. Ja. Ich weiß, das war vielleicht jetzt so retrospektiv nicht das optimale Placement, aber ich war so ein bisschen überfordert zwischendurch. Schön. Und ich muss jetzt wieder ausbaden. Samar. Ja, man kennt das. Samar, das muss man. Hör auf zu weinen und fang an, eine Kaserne zu bauen. Hör auf zu heulen, sei ein Mann. Okay. Wer kennt die Anspielung? Wer kennst du? Kennst du? Wie stresst mich das, wenn du das so sagst? Kennst du? Ja, Mann, das kenn ich nicht, Alter. Kenn ich echt nicht, jetzt reicht das auch. Ja, das liegt daran, dass du ungebildet bist. Aber das wussten wir ja schon alle und immer. Dlüllüm? Dlüllüm? Hast du auch eine Heimatstadt fertig?
vollkommen Heimatstadt richtig. Ladung. Eine ganze Heimatstadt gleich. Hier, bam. Friss oder stirb. So. Da sterbe ich doch lieber. Gegessen habe ich heute schon. Muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Ja, jetzt habe ich hier... So. Sag mal! Hast du mir jetzt den Schatz geklaut? Nein, okay, ich habe den selber gehoben. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, was laberst du, Junge? Hast du überhaupt gelernt? Exekutiert ihr da mal den Teaser und du gehst dafür mal den Schatz heben. So. Das war dieses. Noch so ein Siedler wäre auch voll Knifte. Ach fuck, ich hab. Oh, ich hab's verbockt, genug Musketiere rauszubekommen. Läuft bei dir, läuft bei dir. Wollen wir jetzt dir die Münzkosten einmal organisieren, bevor wir pushen gehen, oder machen wir das später? Das ist der, der auch direkt bei meiner Geschützgießerei steht, ne? Ja. Gut. Genau der. Ich schick dir da zumindest mal meine beiden Kundschafter hin. Ich habe bisher keinen einzigen Ulanen gefunden oder gesehen oder getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das beunruhigen oder beruhigen soll, aber... es ist ruhig hier. Zu ruhig. So, meine beiden Kundschafter sind da. Ich kann ja zwei betäuben. Träumchen. Gut, es gibt ja auch nur noch einen. So, heben den Bums. Heb ich? Heb ich. Ja, ja, du hebst. Überheb dich nicht. Sei mal nicht so das überheblich. Ich wollte gerade sagen, fuck my life, okay, ich habe jede Menge Strelitzen bei mir in der Base. Nice. Wir könnten uns da mal hinbewegen, finde ich. Ja, ich baue mal die ersten Grenadiere. Oh, das sind echt einige. Ja, meine ich wohl auch. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat mit den Strelitzen da in meinem Dorfzentrum, aber da kann er gerne mal drauf siegen. Soll er ruhig mal. Siecher. Er ist verwundet und kann sich nicht bewegen. So, dann schießen wir die mal zusammen, bevor sie das Dorfzentrum weg haben. Gut, da besteht tatsächlicherweise bei Strelitzen nicht so die Gefahr. Aber, nee, boah, das sind schon einige. Lass uns da mal in den Nahkampf gehen, oder? Ich habe leider noch nicht ganz meine Fernkampf-Def raus. Die schicke ich mir gerade aus der Heimatstadt. Das wäre richtig geil gewesen, wenn wir die gehabt hätten. Die, oh, holy shit, ich habe einen Cuff-Raid bei mir in der Basis. Ja, aber wir verlieren das sogar noch gegen die Strelitzen bei mir in der Base, mal ganz abgesehen davon. Rush-Timing, so. Wobei, Nahkampf regelt, glaube ich. Naja, da kommen jetzt aber auch noch fünf Dingens. Also du müsstest da mir mal ein bisschen aus der Patsche helfen, wenn das ginge irgendwie, mit deinen Jungs da. Was hieße, dass du vielleicht auch mal in den Nahkampf gehen müsstest? Ja, der eidet halt hier jetzt einfach die ganze Zeit hart einen Großteil meiner Siedler. Das ist halt echt ein bisschen problematisch gerade, weil ich halt jetzt also... Ja, vor allem kommt jetzt gleich der komplette Raid also von dem... Ja, ja, passt schon. Also ich habe jetzt hier nochmal 4 Kavalleristen bei mir in die Base geschickt. Mit denen räume ich jetzt da die restlichen Strelitzen auf. Ich habe halt zwischendurch Grenadiere gebaut. Okay, pass auf. Da ja, ich brauche jetzt aber hier, wie gesagt, echt mal so langsam ein bisschen Hilfe, weil der poppt immer mehr Units hier in meine Base rein. Und also ich kann halt nicht mehr sammeln. Ich bin halt die ganze Zeit geeidet. Ja, okay, jetzt ist auch noch der Deutsche bei mir. So langsam wird es hier ein bisschen kritisch. Ja, ja, ich weiß. Ich habe bald zwischendurch... Ich bin halt, wie gesagt, komplett raus. Also ich kann nichts machen. Die Grenadiere, die bringen ja nichts. Die hätte ich... Ja, ich weiß. Ich hätte die eher gebraucht. Und das Problem ist aber auch, dass ich dann zwischendurch halt auch geidelt wurde und deswegen selber keine Units bauen konnte. Ja, das ist wohl jetzt ein bisschen problematisch. Weil, also wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit konstant keinerlei Sammler. Null. Warum habt ihr euch denn nicht in Beweg gesetzt? Pass auf, die Grenadiere, die werden ja da gerade umgebracht. Ja, kann die hätte ich ein bisschen weiter wegbewegt. Ich hätte gehofft, dass er die nicht sieht. Du hast da noch Sepoy stehen. Ja, aber ich kann ja mit 5 Sepoys auch nicht reingehen. Also ich hab wenn ich dann 5 hätte, also damit geht's ja schon los. Ja, also das Problem ist, er chased alle meine Siedler und die sind halt auch alle im Dorfzentrum, weil ich halt rund ums Dorfzentrum gesammelt habe. Der hat mich jetzt wahrscheinlich so lange geidelt. Die Sepoys habe ich auch nicht gesehen, weil die halt hinter so einem bekloppten Baum waren. Ja, das haben wir wohl verloren. Ich bin jetzt wieder mit 13 Units am Vorlaufen, aber... Ja, was bei mir in der Basis steht, ich habe halt keinerlei Units gebaut für die letzten 13 Minuten. Ich konnte halt einfach nicht schnell genug zu dir hin. Also Himalaya ist halt einfach übertrieben weitläufig. Und das Problem ist auch, dass dieses erste Engagement gegen den Dude extrem schlecht lief. Geht so, du hättest halt einfach, glaube ich, mit deinen Musketieren noch mit in den Nahkampf kommen können. Ja, aber das hätte wirklich geholfen. Ich habe aber gegen die Ulanen nichts ausrichten können. Ich meine, Russen haben halt so schon ein starkes Timing natürlich. Nein, ich meinte das in meiner Base, nicht das in deiner Base. Ja, aber dann, wie gesagt, gegen diesen riesen Raid in deiner Base konnte ich halt auch nichts machen. Nein, in meiner Base gab es keinen Raid. Du solltest bei mir in der Base einfach nur die Musketiere, die du da eh stehen hattest, in den Nahkampf stellen, das meine ich. Also ja, nicht jetzt, das vorhin. Hätte, das hätte, ja, jetzt schon. Ist auch egal.
Schon klar, es hätte mir aber leider gegen den Riesenfight bei mir mit den ganzen Ulanen, wo ich halt auch, also ich weiß nicht, ja, so viele Siedler also habe ich nicht verloren. Wir hätten halt uns erst ums eine kümmern müssen und dann ums andere, weißt du? Aber ja, ja. Jetzt trotzdem weg meine Siedler tot, das ja. Ist durch. Aber das ist unsere erste richtige Niederlage tatsächlich. Ja, absolut richtig. Das sechste Spiel von sechsen. Ja. Ich habe mir jetzt halt noch Musketiere schicken lassen, aber also das Problem war wirklich, dass ich auf Himalaya einfach viel zu weit weg von deiner Base war. Ich bin halt nicht schnell genug in deine Base gekommen. Und ich bin dann halt, vielleicht ich habe halt auch die Geschützgießerei als zweites auch einfach zu optimiert. Vielleicht zu optimistisch, greedy. Wollte er sagen. Ja, ich habe halt nichts ausrichten können mit meinen Units natürlich. Weil ich halt viel weniger hatte, weil ich halt die Geschützgießerei statt Häusern hingestellt habe und angefangen habe, da Grenadiere zu queuen, die zu langsam gebaut werden. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es, glaube ich, tatsächlich sinnvoller, als erstes eine zweite Barracks zu bauen und dann irgendwann später eine Geschützgießerei reinzumixen und dann halt irgendwann, wenn man halt die Ressourcen hat, ein paar Grenadiere zu bauen. Vielleicht sollte man das nicht so früh am Anfang machen. Ja, ja. Wir sind auch noch so ein bisschen in der Lernphase, muss man sagen, weil ja, also die Grenadiere sind ja ehrlicherweise erst ab der DI wirklich eine valide Einheit geworden und wann sie da zur validen Einheit werden, das muss man halt einfach so ein bisschen rausfinden. Ja, das andere Problem ist, ich habe halt 6 Siedler durch die Ulan-Raids verloren, weil ich all mein Militär zu dir gebaut habe und wie gesagt, dadurch, dass ich halt die Geschützgießerei gebaut habe und dann da Grenadiere gebaut habe, habe ich halt auch viel weniger Musketiere rausbekommen. Double Rex und mehr Musketiere hätten hier in der Situation viel mehr geholfen. Das andere ist halt, Russen haben halt ein brutal starkes Timing. Ich meine, die Menge an Einheiten, die der da hatte, ja, war schon okay, glaube ich. Also wenn du jetzt mal in die Teamstatistik gehst und jetzt einfach mal den Deutschen dir wegdenkst, ne? Also wir beide hatten zu dem Zeitpunkt, also ich war bei 22, du warst bei 16, die waren ja auch alle bei mir in der Base, glaube ich. Ja, aber guck mal, der hatte, das ja, heißt, wir waren bei 48 und er war bei 50. Das heißt, wir hatten 50 Strelitzen versus 50 Musketiere. Ja, wir hätten, mal. Wie gesagt, glaube ich, einfach beide in den Nahkampf gehen müssen. Du warst halt in deiner Base durch den Raid abgelenkt und hast es deswegen nicht mitgekriegt. Nee, aber das war ehrlicherweise eine bewusste Entscheidung, dass ich im Fernkampf geblieben bin. Weil ich das Gefühl hatte, wenn du die im Nahkampf bindest, kann ich besser draufhalten. Vielleicht auch eine Fehlentscheidung. Aber das Ding ist, wenn der Deutsche da dabei gewesen wäre, wäre es ja noch übler gewesen. Also der Russe hat ja, einfach... Ja, keine Frage. Also was der Russe an Strelitzen hier rausgebracht hat, war halt einfach krass. Also 50 Strelitzen und wir haben halt... Also dafür habe ich nicht greedy genug, nicht militärisch genug gespielt. Also ja, ich hätte, das kann sein, ich weiß es nicht. Also nee, wegen den Grenadieren in erster Linie. Also wie gesagt, statt den 250 für die Kaserne, für das Arsenal noch eine zweite Rex hinstellen, die Einheiten werden schneller gebaut und sind günstiger, dann hätte ich auch mehr auf Masse kommen können und ich hätte mir die 6 Musketiere schicken lassen müssen. Ich habe aber nicht deppert, wo hat der Russe denn sein Blockhaus stehen? Ich sehe es nicht. Ja. Warte. Ich meine, ich sehe von dem Deutschen den Stall. Aber, ach, das Blockhaus steht bei mir auf der Seite. Ich habe es gefunden. Der hat das ja, so offensiv gebaut, dass es hinter meinem roten Vorstand. Ja, ja. Ja, ja, und das ist halt, also das ist halt, also wie gesagt, und du hast halt ein rotes Vor halt sehr mittig platziert, aber Himalaya ist auch eine riesige Karte. Also für ein Teamgame. Weißt du, ich habe halt ewig gebraucht, um aus meiner Kaserne irgendwie überhaupt mal zu dir rüberzukommen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das mit der Geschützgießerei, das darf man tendenziell, glaube ich, nicht so sofort machen. Also ich glaube, man muss schon irgendwie mit der Double Rex irgendwie anfangen und dann die Geschützgießerei irgendwann dazustellen, dann ist das, glaube ich, sinnvoller. Ja. Ja gut, 3 Runden heute, eine Niederlage, ist halt auch okay im zweiten Video. Das war ehrlicherweise ziemlich wasted verloren. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das hätten gewinnen können, wenn wir einfach ein bisschen, wir sind noch so ein bisschen in dem Modus von einfach mal drauf losspielen und jetzt nicht ganz so krass irgendwie gewinnorientiert ja, spielen. Ja, aber ich meine, ist ja okay. Also ich meine... Ja, 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 nee, ist, wie gesagt, haben sie verdient gewonnen. Also Russenrush ist halt auch durch die Definitive Edition nicht schwächer geworden, im Gegenteil. Die haben, nee, kann man nicht behaupten. Hat er da noch zusätzlich Lebenspunkte? Nee, aber der wird auch wirklich... Nee, der wird sich wahrscheinlich nur Ressourcen... also der wird sich die 13 Strelitzen natürlich geschippt haben, schätze ich mal. Nee, glaube ich nicht mal. Hat er nicht? 10, warte mal. 20, 30, 40, 50. Der hat sich nur Ressourcenhüsten schicken lassen. Ach nee, die Kosaken hat er auch, ne? Dann hat er sich einmal Kosaken schicken lassen. Ja, also die Kosaken hat er sich auf jeden Fall schicken lassen. Ja. Wobei ich mir dann nicht ganz sicher bin, wo. Dann muss er sich die geschickt haben lassen, nachdem der Fight angefangen hat. Wobei das auch nicht unwahrscheinlich ist. Ja, ja, genau. Hier unten, das war der Peak, glaube ich. Wo er einmal von 10 auf 18 hochgesprungen ist. Das kann ja kein Strelitzen-Pop gewesen sein. Nee, ist richtig. Das wird der gewesen sein. Wobei, warte mal. Ich denke, Kosaken verbrauchen nur eine Bevölkerung, oder bin ich blöd? Oder haben sie das geändert? Oder war das nie so? Ich bin mir da gar nicht sicher. Aber bin ich mir gerade doch, das war doch so, oder? Warte mal kurz, Deck anzeigen von dem Russen. Ach Quatsch, das ist der Deutsche, schon wieder. Von dem Russen. Kosaken. Liefert 5 Kosaken, steht nur dabei, aber... Steht nicht dabei, wie viel Bevölkerung die kosten, ne?
Ja, aber also 5 ist, wäre ja trotzdem weird, weil also 5 kommst du, wie du es drehst und wendest nicht auf Nee, 8. das, die werden zwei Bevölkerung kosten, glaube ich, und dann Sind ihm halt in ist der es ein Situation noch zwei 10er-Batch. Stolizen weggestorben, ja, irgendwie sowas. Ja, oder es war ein 10er-Batch am Anfang. Aber Aber wie auch immer, also ich meine. nenn mich ungebildet, aber waren die nicht mal nur ein Bevölkerung teuer? Boah, ich bin mir da gerade echt unsicher. Ich glaube, die waren 10 immer. Können wir kurz gucken, hat er rein. Also 103 Stelizen von 109 Militäreinheiten. Also hat er die 5 Kosaken auf jeden Fall geschippt. Und er hat halt seinen Kundschafter noch. Ja, die Kosaken waren ja bei mir in der Base, die waren garantiert da. Ah, okay. Ja, ich glaube, er hat einen von den 10er-Badges am Anfang, waren wahrscheinlich Kosaken, würde ich mal vermuten. Vielleicht sogar der erste. Kann Ich schon meine, sein, ja. ressourcentechnisch ist Ich er meine, natürlich auch ich ganz muss gut gestehen, das war von abgegangen. mir auch nicht brillant nicht geschippt gespielt, weil also in dem Moment, wo der mich angegriffen hat, habe ich noch gedacht, dass wir das locker zu zweit wegkriegen würden. Das war natürlich dann jetzt faktisch nicht der Fall, aber was ich halt hätte machen können, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kurz vor der Fertigstellung den zweiten Woodtrickle aus der Heimatstadt. Den hättest du abbrechen können, Ich stattdessen. hätte den sofort abbrechen können und stattdessen die Kavallerie shippen lassen können. Ich habe sie mir jetzt dann als nächstes shippen lassen. Dadurch war sie aber erst da, als das meiste, also alle meine Sepals im Prinzip schon tot waren. Und also eigentlich also in dem Moment, Ja. wo dein letzter Muskel dir umgekippt ist, war meine Kraft da. Das ist halt genau das gleiche wie meine 5 Siedler und 700 Wood. Das sind halt greedy Shipments, insbesondere die 5 Siedler. Ich ship natürlich zuerst 700 Wood, aber eigentlich gegen den Russen sollte man halt die Musketiere nachlegen, weil es kommt fast immer der Rush. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine. Wir sind jetzt halt noch so ein bisschen im Greedy-Modus und versuchen hier irgendwie Ich glaube, ich möglichst hätte es auch galant zu sonst nicht gewinnen. gecancelt, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte einfach darauf spekuliert, dass wir es zu zweit wegkriegen. Hätten wir, glaube ich, auch unter anderen Umständen, wenn du halt die Ja. zweite Rex gebaut hättest. Das Ja, aber war jetzt halt selbst dann, einfach ein also. Experiment mit den Grenadieren. Das war Naja, halt wenn dann so. aber die 10 Ulanen noch dabei gewesen wären, hätten wir es auf keinen Fall kippen können. Also wenn die beide knallhart gepusht hätten, dann führt kein Weg daran vorbei, bei deiner Seite auch noch mehr Militär zu shippen. So. Ja, wobei Also. man muss der Fairness halber sagen, also gegen die zusätzlichen 10 Ulanen ist jetzt die Frage, was die 4 so Ware noch gebracht hätten, aber also ja, Na doch, also wir klar. hätten Einfach natürlich da gegen die garantiert rushiger Strelitzen sein allein schon müssen, das steht hätte außer es halt. Frage. Allein schon gegen die Strelitzen hätten diese Ware ja richtig gut geholfen. Aber es ist halt, wie gesagt, Russen sind halt super, super rushig und da waren wir einfach viel zu greedy jetzt im Kern. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Wir spielen ja aus Spaß an der Freude im Großen und Ganzen und wir haben jetzt ja bisher irgendwie eine Winrate von 1 zu 6. Das ist immer noch alles in Ordnung. Schauen wir mal, wie die nächsten Spiele laufen, wenn sich das Power Rating hier so ein bisschen eingependelt hat, beziehungsweise die Elo. Ja, und insofern würde ich sagen, wir bedanken uns an der Stelle fürs Zuschauen und fürs Mitspielen, falls Zuschauer dabei waren. Das ist natürlich was, was im Moment ein bisschen schwierig zu kontrollieren ist im Ranked. Ja, kontrollieren. Wir kontrollieren das. Also wenn ihr Zuschauer seid, ne, und Nein, ihr sagt aber nicht Bescheid, dass ihr Zuschauer seid, ne, wir wissen es dann nicht aber, ne. und wir können es vor allem auch nicht bewusst verhindern oder zulassen. Wenn hier ein Zuschauer-Rank gegen uns spielt oder nicht, dann ist das halt so. Ja, ihr könnt es aber auch nicht bewusst provozieren, insofern. Nee, auch das. Ja, wie gesagt, Anyway. vielen Dank trotzdem fürs Mitspielen und an euch alle fürs Zuschauen. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht es gut und auf Wiedersehen. Tschö, tschö.